Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit dem nächsten Thema. Heute ist die Erdnuss dran, beziehungsweise Erdnussbutter. Das ist im Prinzip das Gleiche. Da habe ich in letzter Zeit ein paar Sachen dazu gehört, gelesen und dachte, das könnte ich mal unter die Lupe nehmen. Die Erdnussbutter ist 1884 patentiert worden durch einen Kanadier und ist seither nicht mehr aus der nordamerikanischen Ernährung wegzudenken. Sie schmeckt gut, ist sehr vielseitig, passt zu süß, zu herzhaft. Schokolade, Früchte, Gemüse, Sellerie, warm, kalt, in Soßen. Also das ist schon beeindruckend, was man damit machen kann. Wer schon mal in den USA war, kennt das legendäre Peanut Butter and Jelly Sandwich. Erdnussbutter und Gelee, das ist Traubengelee, Grape Jelly. Schmeckt gut, schmeckt wirklich gut. Würde ich heute nicht mehr essen, aber früher habe ich das gegessen. Und man fragt sich natürlich, wie gesund das ist. Also nicht dieses Sandwich, sondern die Erdnuss an sich. Was die Nährstoffe betrifft und das Fett und so weiter. Weil man weiß ja, dass Erdnüsse recht kalorienreich sind. So, zunächst einmal, Erdnussbutter sollte auf jeden Fall zu 100% aus Erdnüssen bestehen und keine anderen Inhaltsstoffe haben. Alles andere ist Junk, wie man so sagt. Also Zucker, Pflanzenöle, Salz mag, gut, ein bisschen Salz mag in Ordnung sein, aber das sollte auch nicht zu viel sein. So, zuerst das Negative. Erdnüsse sind keine Nüsse, das ist nicht negativ, sondern das ist eben so. Sondern Hülsenfrüchte, die wachsen in der Erde, die Schale ist weich und porös und dadurch kann sie leicht Schadstoffe aufnehmen. Pestizide, Insektizide, Herbizide, Fungizide, alles landet in der Schale und damit in der Erdnuss. Und die Erdnüsse gehören zu den am intensivsten besprühten Pflanzen. Und dann gelangen diese Chemikalien in den Boden und werden durch das Wasser und durch die Wurzeln dann von der Pflanze aufgenommen. Normalerweise sind Erdnüsse nicht gentechnisch verändert, aber gerade in den USA werden oft die Felder getauscht. Also zum Beispiel da, wo vorher Baumwolle war und die Erdnüsse waren da und dann wird gewechselt und dann sind die Erdnüsse da, wo die Baumwolle war und umgekehrt. Und die Baumwolle ist ja oft genmodifiziert und wird mit Glyphosat besprüht und wenn die Erdnüsse dann in der kommenden Saison auf diesem Feld angepflanzt werden, ist das Glyphosat ja nicht komplett verschwunden und die Erdnüsse nehmen es damit auch auf. Und das spricht wahrscheinlich dann wieder für Bio. Die Erdnussallergien oder die Rate der Menschen mit Erdnussallergien ist um 400% gestiegen, seit Glyphosat eingeführt wurde. Ob es da einen Zusammenhang gibt oder nicht, das weiß ich nicht. Aber es könnte durchaus sein. Erdnüsse sind oft belastet von Aflatoxinen, das sind Mykotoxine, das heißt ein Schimmelpilz. Dieser kommt vor allem vor auf Hülsenfrüchten und Getreide. Aflatoxine verursachen Leberkrebs und andere Dinge. Wer die China Study von dem Dr. Campbell gelesen hat, ist mit diesem Thema vertraut, denn der hat am Anfang Kinder untersucht auf den Philippinen, von denen sehr viele Leberkrebs hatten. Und die Ursache dafür waren diese Aflatoxine. Das ist eine extrem toxische Angelegenheit. Hierzulande ist das eher selten. Es gibt da auch Höchstbegrenzungen, also was hier eingeführt werden darf und so weiter. Und manchmal kriege ich gesagt, dass ich übertreibe, aber so ganz, also null ist das Problem hier nicht, die Gefahr. Sie ist sicherlich nicht mit den Philippinen zu vergleichen, aber ein bisschen wachsam sollte man schon sein.
Viele Erdnussbuttersorten enthalten enorme Mengen an Zucker, Salz, Pflanzenölen, chemischen Zusatzstoffen, Emulgatoren zum Beispiel. Und deswegen Bio, weil weniger Chemie, weniger Zusatzstoffe. Erdnüsse, was das Positive ist, sie enthalten viele Vitamine und Mineralien und gesunde Fette. Sie sind ein sehr guter Eiweißlieferant, vor allem für Menschen, die sich pflanzenbasiert ernähren, also kein Fleisch essen, ist das wichtig. Der tägliche Verzehr von Nüssen reduziert Studien zufolge die Sterblichkeitsrate. Erdnüsse wirken antioxidativ, sie senken den Blutdruck, die Triglyceride und das Risiko am metabolischen Syndrom zu erkranken. Das habe ich auch schon öfter mal erwähnt, da gehe ich jetzt nicht auf die Einzelheiten an, aber die Folge kann sein Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes vom Typ 2 beispielsweise. Der hohe Anteil an Fett und Eiweiß ist sehr sättigend. Ein Esslöffel Erdnussbutter pro Tag oder die entsprechende Menge an Erdnüssen sorgt auf längere Sicht für eine Kalorienreduktion. Also man isst weniger und so hilft das beim Abnehmen. Ein Löffel Erdnussbutter pro Tag reduziert Studien zufolge das Diabetesrisiko um 20%. Das ist beeindruckend. Die sehr gute Nährstoffzusammensetzung der Erdnüsse gibt den nötigen Schub für den Start in den Tag. Also wenn man das morgens zum Frühstück isst und es ist auch toll geeignet als Snack zwischendurch. Denn Nüsse, auch wenn sie viele Kalorien haben, sind sie doch viel besser als Süßigkeiten oder Kartoffelchips oder was auch immer und sie verhindern die Nascherei zwischendurch. Dadurch, dass sie sehr sättigen, hat man weniger Hunger und weniger Appetit auf Ungesundes und dadurch helfen sie beim Abnehmen. Viel Eiweiß, viel Fett, viel Ballaststoffe. Bei anderen Studien hat man herausgefunden, zum Beispiel, dass 200 Kalorien, die von Erdnüssen kommen, besser sättigen als 200 Kalorien aus etwas anderem, wie zum Beispiel Kartoffelchips. Erdnüsse kurbeln außerdem den Stoffwechsel an. Auch da gibt es Untersuchungen darüber und das Ergebnis zeigt, dass 500 Kalorien pro Tag in Form von Erdnüssen verzehrt über einen Zeitraum von 19 Wochen den Stoffwechsel um 11% erhöht haben. Also das bedeutet, es werden dann mehr Kalorien verbrannt. Auch bei Untergewicht können Nüsse ein gutes Mittel sein, weil sie viele Kalorien haben, vor allem wenn sie zusammen mit anderen Dingen gegessen werden. Zucker und Fett ist da die ideale Kombination. Das macht mehr Hunger, mehr Appetit und sorgt für Fetteinlagerung. Auf die Dauer ist das mit Sicherheit nichts, aber kurzfristig kann man damit ein paar Pfunde zulegen. Das ist dann allerdings Fett und keine Muskeln. Also wer auf Muskeln Wert legt, für den ist es nicht die Lösung. Erdnüsse enthalten viel Magnesium. Das ist ein ganz wichtiges Mineral. Es beeinflusst mehr als 300 biochemische Vorgänge, verbessert die Regulierung der Körpertemperatur, die Entgiftung, die Energieproduktion, das Nervensystem. Nervennahrung, Studentenfutter, ne? Weiß man ja. Nüsse und Schokolade, Studentenfutter ist gut für die Nerven. Erdnüsse enthalten viel Omega-6. Das ist nicht so gut und kein Omega-3 und ist damit eher entzündungsfördernd. Deshalb ist es wichtig bei Menschen, die viele Erdnüsse oder überhaupt Nüsse essen, das trifft nämlich auf die meisten anderen Nüsse auch zu, dass sie viel Omega-3 zu sich nehmen. Da ist es am besten,
Kaltwasserfische zu essen, die haben das meiste Omega-3, also Sardinen, Hering, Lachs, Thunfisch und solche Sachen. Das ist optimal. Und wenn man davon genug isst, dann kann man auch Erdnüsse essen, weil wichtig ist die Balance zwischen Omega-3 und Omega-6. Da gehe ich jetzt auch nicht drauf ein, das hatte ich schon ein paar Mal gesagt. Studien, ja, es gibt immer wieder Studien. Ich gehe jetzt nicht auf alle einzelnen ein, das ist zu umfangreich. Aber man kam unter anderem zu dem Ergebnis, dass die Fette in Nüssen und Olivenöl eine schützende Wirkung auf das Gehirn haben, dass die Inhaltsstoffe von Nüssen stressreduzierend wirken, den Cortisolspiegel senken, das Zusammenspiel mit anderen Hormonen verbessern, Insulin zum Beispiel, und auf das Immunsystem einen positiven Einfluss haben. Wegen den Aflatoxinen wird oft abgeraten von den Erdnüssen, denn das hat wirklich einen negativen Einfluss auf das Wachstum bei Kindern und eben diese leberschädigende Wirkung. Und das ist aber der Grund, warum Erdnüsse fast immer in gerösteter Form verkauft werden, denn das reduziert diesen Schimmelpilz. Es eliminiert ihn nicht komplett, aber es reduziert ihn. Wer ganz sicher gehen will, sollte Mandeln, Cashews oder etwas anderes essen. Andere Nüsse sind nämlich auch gut. Der Verzehr von Erdnüssen in der Schwangerschaft, sofern keine Allergie vorliegt, reduziert beim Kind ein späteres Allergierisiko. Also man kann durch den Verzehr von Erdnüssen in der Schwangerschaft dafür sorgen, dass das Kind später eine reduzierte Wahrscheinlichkeit hat, an einer Erdnussallergie, mit einer Erdnussallergie zu tun zu haben. Die hohe Belastung durch Pestizide und andere Chemikalien kann zeugungsunfähig machen. Und auch aus diesem Grund ist es wichtig, Bioware zu kaufen. Viele Erdnussbutterhersteller benutzen Emulgatoren, damit die Masse gut vermischt bleibt. Na, man kennt das ja. Also wer das schon mal gesehen hat, weiß, dass wenn man die Erdnussbutter stehen lässt, dann setzen sich die festen Teile unten ab und oben drüber ist dann die Flüssigkeit, bestehend aus Fett und Wasser oder was das ist, ich weiß es nicht genau. Reines Fett ist es nicht. Aber gut, es ist eine Flüssigkeit auf jeden Fall. Und man will ja diese Flüssigkeit nicht separat essen, also muss man das erstmal kräftig umrühren. Und deswegen nehmen die Hersteller Emulgatoren, damit es immer schön vermischt bleibt. Das sieht besser aus und na, man muss es nicht erst umrühren. Aber Emulgatoren haben einen negativen Einfluss auf die Zellmembranen und wirken entzündungsfördernd, stören das hormonelle Gleichgewicht und sind also nicht zu empfehlen. Also nochmal, Erdnussbutter ohne Zusatzstoffe kaufen. Das Fett in der Erdnussbutter verbessert die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen E, D, K und A. Und gerade die sind wichtig im Schutz gegen Giftstoffe aller Art. Erdnussbutter verbessern oder die Fette darin verbessern das prämenstruelle Syndrom. Das hat etwas mit den Phytoöstrogenen zu tun, die in der Erdnuss auch vorhanden sind, wenn auch in kleinen Mengen. Sie verlangsamt die Entwicklung von Katarakt, dem grauen Star und neurologischen Krankheiten wie Alzheimer und die Folgen von Diabetes. Also, Erdnüsse bieten bauchreduzierende Fettsäuren, stoffwechselankurbelndes Eiweiß, sättigende Ballaststoffe und viele andere gute Dinge. Eine gute Qualität ist wichtig. Erdnussbutter sollte nur einen Inhaltsstoff haben, nämlich Erdnüsse. Ein bisschen Salz ist kein Problem, aber alles andere brauchen wir da nicht.
Und auch wenn die Konsistenz bei einem Bioprodukt vielleicht nicht so schön ist wie bei Skippy, das ist eine ganz berühmte Marke in den USA, sollte man ein Bioprodukt kaufen. Wer Light bzw. Fett reduziert essen will, sollte von Erdnüssen und anderen Nüssen ganz die Finger lassen. Denn Leitprodukte enthalten zwar weniger Fett, aber dafür wird jede Menge Zucker und anderer Müll zugesetzt, weil es schmeckt ja sonst nach nichts. Und am Ende ist bei den Kalorien kein Unterschied, aber qualitativ ist es nicht mehr das, was es vorher war. Das sollte man also besser lassen. So, ja, das war das Thema Erdnüsse. Es gibt Leute, die schmieren sich Erdnussbutter in die Haare und behaupten, dass das den Haaren gut tut. Dazu kann ich nichts sagen. Es gibt auch Leute, die behaupten, dass jeden Tag ein Löffel Erdnussbutter gut, also gegessen, gut für die Haare ist, von innen. Auch dazu kann ich nichts sagen. Da muss bitte jeder seine eigenen Experimente machen. Haare sind eher genetisch bedingt. Also wer schöne Haare hat, kann seinen Eltern danken. Man kann natürlich etwas verbessern, wenn man viel Eiweiß isst. Da wachsen die Haare in der Tat schneller, Fingernägel und Fußnägel übrigens auch. Das ist wahr. Aber was die Struktur der Haare betrifft oder die maximale Länge, die man damit erreichen kann, da wüsste ich jetzt nicht, dass die Erdnussbutter den großen Unterschied macht. Aber ihr könnt ja mal experimentieren und herausfinden, was da dran ist. So, das war jetzt nicht so spektakulär, aber ich dachte, ich mache das jetzt mal. Und das war es dann auch schon. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke euch fürs Interesse und sage euch Tschüss und bis bald.